Die bayerische Fraktion bei den Adlern hat sich verdoppelt. Bislang bestand sie aus Markus King, nun ist Martin Buchwieser dazugekommen. Ein echter Bazi durch und durch. Gerade heraus mit trockenem Humor, dem der Besuch in der Oktoberfestabteilung bei Engelhorn mächtig Spaß macht. Sehr schön. Puh, ja, ist zu viel meistens. Na, doch einiges. Also bin in Bayern aufgewachsen, war eigentlich mein ganzes Leben in Bayern und ich würde schon sagen, dass ich Bayer durch und durch bin. Der nach den Stationen Rissersee, Augsburg und München nun bei den Adlern Tore schießt. Zweimal hat es bereits geklappt, beim Gastspiel in Köln. Als er erstmals zeigte, warum er letzte Saison 33 Scorerpunkte sammelte. Martin Buchwieser, gerade mal 24 Jahre jung, auf dem Eis spielt er wie ein alter Hase. Abgezockt, geradlinig und mit einem knallharten Schuss aus dem Handgelenk. Kein Wunder, dass er schnell einen neuen Spitznamen bekam, der Brescher. Der Jochen Hecht hat sich da, glaube ich, einen großen Spaß draus gemacht, weil da war ein Artikel in der Zeitung von einem netten Herrn. Und der hat das in Zeitung so reingeschrieben. Naja, und der Jochen Hecht hat sich da einen riesen Spaß draus gemacht und hat gesagt vor dem Spiel zu mir, jetzt weiß die ganze Liga, dass du so heißt. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann schieße ich auch noch ein Tor und dann ist schon passiert. Ich komme rein in der Früh und die Hälfte der Mannschaft begrüßt mich schon so. Der Trainer ist inzwischen auch schon auf den Zug aufgesprungen, also doch, macht Spaß. Dieser Spitzname passt aber auch mal sowas von gut auf den 1,80 Meter großen Stürmer. Martin Buchwieser ist einer, den man am liebsten im eigenen Team hat. Gegen ihn auf dem Eis zu stehen, ist dagegen weniger amüsant. Der Garmischer ist auf Englisch a pain in the ass. Einer, der sichtlich Spaß an der Malore hat, für den Druck ein Fremdwort ist. Nee, also Druck, ich meine, klar, man spielt bei den Adler Mannheim, das ist der Verein in Deutschland im Eishockey, sage ich. Und da jeder wartet von uns, dass wir gut spielen. Und vielleicht, ja, das ist das Schwierige, aber ich fühle mich jetzt nicht unter Druck gesetzt von irgendjemandem. Also ich fühle es jetzt nicht so. Im Sommer hat Martin Buchwieser traditionell gemeinsam mit Adlerkapitän Markus King in Garmisch trainiert. Mit seiner amerikanischen Freundin Jackie wohnt er jetzt, wie viele andere Spieler, in Mannheim-Rheinau. Das und die Hilfe von Kinky haben die Eingewöhnungszeit deutlich verringert. Ja, der Kinky ist und bleibt der Garmischer, glaube ich, auch wenn er schon so lange da ist. Aber klar, das hilft enorm. Er ist ein super Kumpel von mir und einfach in kleinen Fragen, wo man das kriegt, wo man Internet am besten herholt. Wo man am besten hingeht und einfach Kleinigkeiten und das hilft schon enorm, dass man so einen da hat. Der Martel und der Kingi, zwei Garmischer Burm, die sich offenbar pudelwohl fühlen in der Quadratestadt. Logisch, wo doch auch in der Kurpfalz mittlerweile Oktoberfeststimmung herrscht. Und wenn es nur im Modehaus ist.